Jetzt bin ich an der Reihe. Das war ja mal eine lange Fahrt. Endlich mal wieder normalen Boden unter den Füßen. Ich war noch nie so weit weg von zu Hause. Was genau machen wir nochmal hier? Wir wurden von meinem Cousin eingeladen, um bei seiner Krönung dabei zu sein. Komm schon, das wird aufregend. Na, wenn du das sagst, Hauptsache es gibt was zu essen. Natürlich, weil du sonst vom Fleisch fällst. Ihr müsst wohl die speziellen Gäste sein. Bitte folgt mir. Ihr werdet bereits im Schloss erwartet. War da etwas? Doris, komm jetzt her und lass die Scheiße. Schön, dass du meine Einladung angenommen hast. Willkommen in Runia. Wie geht's dir? Ich hoffe, ihr hattet eine gute Reise. Bueno, auch schön dich zu sehen, Cousin. Die Reise war einwandfrei. Darf ich dir meine Freunde vorstellen? Wir haben hier einmal Clara, wir haben Luis und wir haben Boris. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Prinz Francisco von Runia. Jason, die Krönung findet erst morgen statt. Ihr kriegt von mir die Erlaubnis, euch frei in der Stadt zu bewegen. Und hier. Ich hoffe, ihr findet was Schönes. Oh wow, deine Großzügigkeit. So großzügig bist du sonst nie. Ha. Gut, dann sehen wir uns später. Also Kameraden, lasst uns die Stadt erkunden. Wow, was es hier alles gibt. Ich sehe hier Sachen, die es in unserem Heimatdorf gar nicht gibt. Naja, das ist ja auch ein Riesenkönigreich und kein kleines Dorf, Bindero. Hey du, wärst du interessiert an einem neuen handgefertigten Schwert? Hör nicht auf diesen Bindero.
Ich kenne bessere Schmiede, der hat viel nur Preis und zu schlechte Qualität. Wenn Jason das sagt, dann stimmt das wohl so. Kommt, lasst uns weitergehen. Echt jetzt, Bendejo? Lass uns hier ein wenig Rast machen. Gute Idee, ich bin zu erschöpft, das Schwert mit mir rumzutragen. Also dieses Schwert ist echt verdammt schwer, aber es sieht auch cool aus. Deswegen habe ich es mir gekauft, obwohl der Preis... Hey, gib das sofort zurück! Schnell über die Brücke! Bleib stehen! Mist, er ist entkommen. Wieso tut jemand so etwas Schreckliches? Wenn ich diesen Putamagel noch einmal erwischen sollte, dann! Ach, das nützt jetzt nichts mehr. Ich glaube, wir hatten genug für den Tag. Lass uns irgendwo was trinken gehen. Kennst du eine gute Bar, Jason?